Herzlich willkommen bei meiner täglichen Andacht. Schön, dass du da bist und Zeit mit Gott verbringen möchtest. Meine Andacht vom 11. September. Beseitige die Hindernisse. Der Bibelvers für heute steht in Johannes 7, Vers 38. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Der Heilige Geist lebt in uns, in unserem Geist, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen. Er ist der Strom des Lebens in uns. Dieser Strom ist ein wunderbares Geschenk Gottes an jeden von uns. In ihm fließen Gesundheit, eine positive Lebenseinstellung und eine großzügige, vergebungsbereite Haltung. Viele Menschen haben es jedoch zugelassen, dass dieser Strom aufgestaut wird. Bist du immer mutlos? Und ganz gleich, was du tust, du kannst diese Haltung scheinbar nicht loswerden? Durch jahrelanges Vernachlässigen ist aus einem ehemals mächtigen Strom ein kleines Rinnsal geworden. Kommt dir das bekannt vor? Klingt das nach deinem Leben? Wenn du das Flussbett nicht freimachst, damit der Strom ungehindert fließen kann, wird alles schwierig, enttäuschend und wenig zufriedenstellend bleiben. Du wirst das Wasser nicht schmecken, das den Durst stillt, wie sonst nichts. Triff heute die Entscheidung und hör auf zu kämpfen, dich abzumühen und dich durchs Leben zu schleppen. Bitte Gott, dir zu helfen, die Steine aus dem Weg zu räumen. Er wird dir zeigen, was den Strom blockiert und wie du es beseitigen kannst. Dann wirst du den erfrischenden Lebensstrom wieder ungehindert genießen können. Lass uns gemeinsam beten. Gott, ich will deinen Strom des Lebens in mir fließen lassen. Zeig mir, was ihn blockiert und wie ich die Hindernisse beseitigen kann. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitbeten. Bist du morgen wieder dabei? Bis dahin durchstöbere doch mal meinen YouTube-Kanal. Dort findest du viele ermutigende Vorträge von mir. Gottes Segen und bis morgen.